Der Abstiegskampf, der ist unserem Studiogast auch nicht fremd, wenn auch nicht im Augenblick bei seinem jetzigen Verein. Damit erst einmal herzlich willkommen. Guten Abend, Christian Beek. Guten Abend. Bevor wir über den Erfolg vom 1. FC Union reden, Sie als jahrelanger Abwehrrecke, Abwehrchef von Energie Cottbus immer wieder gegen den Abstieg und zwar erfolgreich auch zumeist gekämpft. Was sagen Sie zu Hertha BSC? Ja, das ist natürlich eine schwierige Situation, weil niemand damit gerechnet hat. Das ist ja immer das Grundproblem, dass man Situationen, die man auf einmal sportlich kommt und die keiner erwartet hat, sich dann daraus zu lösen, ist unheimlich schwer. Man muss die Situation annehmen, darf nicht so viel darüber nachdenken, was eigentlich passiert ist, sondern zusehen, dass man aus dem Schlamassel rauskommt. Und es ist nicht zu spät, um Gottes Willen. Man hat jetzt gerade in dem Spiel gegen Köln die Riesenchance, den Anschluss wieder zu schaffen. Und wenn man da alles darauf konzentriert, am Sonntag da auch zu gewinnen, dann wird man das auch tun, weil man eine recht gute Mannschaft zusammen hat. Und das ist das Wichtigste, sich wirklich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren und sich nicht ablenken zu lassen. Aber die wesentlichen Kampfdinge sind natürlich auch Kampf. In Dortmund gab es eine gelbe Karte. Ich glaube, das wäre unter Ihren Zeiten in Cottbus nicht unbedingt passiert. Hat die Mannschaft im Grunde auch keine Abstiegskampferfahrung? Kann die nicht spucken, kratzen, beißen, was alles so dazugehört? Das kann jeder Spieler. Jeder Spieler kann kratzen, spucken, beißen. Man muss ihn nur dazu bringen, das auch zu tun. Wie bringt man einen Raphael dazu, sage ich mal? Das sind Aufgaben, die sind nicht in meinem Bereich. ja. Das muss vor Ort geklärt werden, aber es geht immer. Und da gibt es bestimmte Methoden, Spiele auch dahin zu kriegen. Wenn einer gar nicht mehr will, gut, dann muss er eh weg. Aber grundsätzlich ist das immer möglich. Und wenn man eine verschworene, geschlossene Mannschaft ist, dann ist es noch eher möglich. Und klar ist die Situation, ich habe es schon gesagt, nicht leicht, aber es gibt immer wieder Möglichkeiten, da rauszukommen, wenn man wirklich an einem Strang zieht. Und ich weiß, dass die Herthaner das auch können und das auch in Zukunft zeigen werden. Sie haben guten Kontakt zu Hertha, zu Michael Preetz. Sie waren auch schon im Olympiastadion dieser Saison. Ich habe Sie gesehen beim Spiel gegen Freiburg auf der Tribüne. Da sehen wir das Bild, ja, beim 0:4. War das jetzt nur Interesse oder schon so ein bisschen das Beobachten des potenziellen Relegationsgegners? Nein, also wenn die Chance besteht, fahre ich immer ins Olympiastadion, um mir die Mannschaften anzugucken, die dort spielen, die zu Gast sind. Weil die Herthaner, die kennt man recht ordentlich, weil es logischerweise um die Ecke ist. Aber mir geht es in erster Linie darum, die anderen Mannschaften auch zu sehen. Das ganze Thema des Auftritts zu sehen, das ganze Thema der Erwärmung und Nachbereitung eines Spiels zu sehen, die Pressekonferenz sich anzuhören, aus diesen Dingen auch immer wieder Dinge für sich selbst mitzunehmen, was man noch verbessern kann im eigenen Verein oder in der eigenen Mannschaft, wie man sich noch besser diesen Dingen stellen kann, die Profifußball bedeuten. Deswegen gehe ich eigentlich dahin, wegen Hertha nicht, die kenne ich. Aber Sie sind der Frage ja auch geschickt dann ausgewichen. Ja, die impliziert ja auch, dass Hertha auf Platz 16 stehen könnte nach der Saison und Union auf Platz 3, um zu Union zu kommen. Lassen wir mal Hertha weg. Ist es mit Union realistisch, dass die vielleicht jetzt diesen dritten Platz halten? Das ist natürlich jetzt ein gern genommenes Thema, das weiß ich. Aber wir haben den 11. Spieltag. Und das ist ein Drittel der Saison. Ja, aber für gewöhnlich geht trotzdem die Saison 34 Spieltage. Und da kann noch viel passieren. Wir haben sicherlich jetzt 23 Punkte. Was man hat, hat man. Das ist eine alte Geschichte, die uns momentan auch hilft, weil wir großes Selbstvertrauen daraus ziehen, aus diesen Punkten. Aber mehr ist es auch nicht. Es ist nichts passiert. 11. Spieltag, 23 Punkte, 3. Platz. Wunderbar. Wir freuen uns alle. Wir sind total begeistert. Wir haben auch alle richtig viel Maloch dafür. Jeder Einzelne, der im Verein arbeitet, hat da alles für gegeben, dass wir jetzt dort stehen. Aber das müssen wir natürlich weitermachen. Wir können ja jetzt nicht aufhören mit dem Fußball, sondern eher im Gegenteil. Das mitzunehmen, sich noch mehr auf die Dinge zu konzentrieren, dass die Mannschaft funktioniert, dass unsere Jungs richtig Gas geben können, dass die Trainer die Köpfe frei haben für den Fußball selbst, dafür alles zu tun, das ist das Wichtigste. Und dann werden wir auch weiterhin Erfolg haben. Weil wir so schön darüber reden, gucken wir uns das Ganze jetzt einfach mal an. Und zwar erstmal die Ergebnisse von heute, von der zweiten Liga. Da hat nämlich Kaiserslautern 1:0 auswärts gewonnen bei 60 München. Überhaupt gab es nur Auswärtssiege, auch von Aachen in Augsburg und Duisburg in Koblenz. Auf Cottbus gehen wir nachher noch ein. Die haben gestern in Bielefeld verloren. Und dann sehen wir, dass St. Pauli morgen spielt. Und wenn wir auf die Tabelle gucken, dann schauen wir, St. Pauli nur bei einem Sieg sind die an ihnen vorbei. Und ja, 3. Platz. Also wenn man sich jetzt anguckt, das sieht schön aus, oder? Es gibt wesentlich Schlimmeres. Also ich möchte auch keine Situation haben, wo wir im unteren Tabellendrittel immer hoffen müssen, gewinnen wir nicht, verlieren wir, wo stehen wir. Die Rechnerei geht ja sowieso jeden Tag, findet ja die dann noch intensiver statt. Das möchte man natürlich nicht erleben. So ist es angenehm, man kann in Ruhe konzentriert arbeiten, man kann den Jungs neue Dinge beibringen, man kann neue Dinge ausprobieren, man kann auch mal so ein Christoph Menz, wie wir jetzt zum Beispiel am Freitag, was der Trainer dort gemacht hat, den jungen Mann zu bringen, ist in solchen Situationen leichter, als wenn man im Abstiegskampf steht, ganz klar. Und das ist momentan natürlich angenehm. Es macht Spaß.
Ja, Sie haben es angesprochen, den Freitag. Dann werfen wir doch einfach mal einen kurzen Blick zurück auf das 1:0 gegen den FSV Frankfurt. Jörg Klawitter über den Erfolg und das Phänomen 1. FC Union Berlin. Es gehört zum Wesen des Phänomens, dass es außergewöhnlich ist. Unerwartet, besonders. So also wie das, was derzeit beim 1. FC Union passiert. Auch am Freitag, an einem Abend so gar nicht geschaffen, eine Erfolgsgeschichte zu erzählen. Es ist kalt, zäh, ein schwaches Spiel, das die Köpenicker dank eines Abseitstores gewinnen. Rau, der Spieler mit der Nummer 6, steht vor dem Torhüter der Frankfurter und irritiert diesen. Egal, Union ist jetzt Dritter, hat nach einem Drittel der Saison die erste Liga im Blick. Jeder Spieler träumt für die erste Liga. Jeder Fußballer. Der Aufstieg wäre phänomenal, ungewöhnlich, aber nicht unmöglich. Natürlich, der Weg ist immer da. Wenn er offen ist, kann man reingehen. Doch die nächsten Gegner haben es in sich. Steht Union nach diesen 5 Spielen immer noch oben, werden die Fans anfangen zu träumen, der Trainer nicht. Ich bin kein Wahrsager, ich bin auch kein Spinner, der sagt, wir sind jetzt soweit und wir sind bereit dazu und greifen jetzt an. Wir haben unsere Ziele bekannt gegeben, die werden wir auch nicht korrigieren, nicht eher bis wir die 40 Punkte haben. Auch der Trainer ist ein Phänomen. Er hat eine Regionalligamannschaft in die 3. Liga geführt, dann in die 2. und dort an die Spitze. Der hat keiner irgendwie einen Freifahrtschein. Er wird rigoros, hier geht es nach Trainingsleistung. Hier muss so immer 100% geben und das guckt er genau zu, schaut genau hin im Training, auch Co-Trainer. Und ja, wer da nicht voll mitzieht, der ist dann mal schnell draußen. Und so gibt es keinen Ärger, auch wenn Neuhaus mal den formschwachen Kapitän Gebhardt rausnimmt. Union ist derzeit eine Einheit, gewinnt auch mal Spiele, die wenig Spaß machen. Gegen Frankfurt wäre ein höherer Sieg möglich gewesen. Die Chancenverwertung war schlecht. Doch auch diese Spiele muss gewinnen, wer aufsteigen will. Am Ende sicherlich kein gutes Spiel von uns, aber ja, muss auch mal so ein Drecksspiel gewinnen. Ne? Das Gros der Mannschaft kennt sich seit Jahren. Neuhaus hat es gewagt, mit einem nahezu unveränderten Team in die Saison zu gehen. Ich glaube, dass es auch in diesem Jahr der wichtigste Punkt für uns ist, dass wir im letzten Jahr die Sicherheit, die wir dort hatten, mit rübergenommen haben in die Zweitligasaison. Die Startaufstellung aus der Aufstiegssaison hat Neuhaus nur an einer Stelle verändert. Mit John Jairo Mosquera hat er einen neuen Stürmer verpflichtet. Eine gute Entscheidung. 6 Tore hat der Kolumbianer bereits geschossen. Interviews soll er noch keine geben, sondern Tore schießen. Ohne ihn hätten wir vielleicht das ein oder andere Tor weniger, den einen oder anderen Punkt weniger. Die Art und Weise, wie er sich in die Mannschaft eingebracht hat, einmal so charakterlich, ist enorm. Die Mannschaft hat es ihm auch leicht gemacht. Das ist auch ein kleiner Teil des Erfolgsgeheimnisses. Ein großer Teil dagegen sind die Fans. Sie fiebern auch an einem kalten Freitagabend gegen den Tabellenvorletzten mit mehr als 13.000. Wir haben 5:0 gegen Bremen kassiert hier. 5 Dinge. Aber die Fans, die wollten nicht nach Hause. Der 1. FC Union ist eine Einheit. Auch daran zu erkennen, dass der Sportdirektor bei den Gratulationen nach dem Sieg niemanden vergisst. Ist das das Erfolgsgeheimnis, die große Familie 1. FC Union? Auch, na klar. Es ist ein total wichtiges Mosaiksteinchen, was wir da haben, was wir uns da geschaffen haben, zusammen mit allen Beteiligten. Ob's vom Platzwart bis zum Präsidenten ist, ob jeder Stadionbauer, der dabei war in den 13 Monaten, da ist wirklich was sehr, sehr Intensives entstanden. Und das ist natürlich ein Fund, mit dem wir natürlich auch wuchern, mit dem wir auch umgehen und mit dem wir auch arbeiten. Und trotz alledem muss eine Mannschaft auch auf dem Fußballplatz funktionieren. Das heißt intensives Training, totale Fitness, Leidenschaft, Besessenheit, akribisches Arbeiten vom Trainerteam, um die entsprechenden Vorgaben zu geben für die Spieler, die das aufnehmen. Und wie man mit Daniel Göhler hört, wenn einer nicht mitzieht, ist er raus. Und dieses Konkurrenzverhalten und diese Drucksituation, die man immer wieder braucht als Fußballspieler, das macht unser Trainerteam hervorragend, um dann wirklich aus jedem auch das Maximum herauskitzeln zu können. Und das ist momentan.
so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis. Einer, der raus war aus den letzten zwei verlorenen Spielen und die Konsequenz war Marco Gebhardt, das wurde im Beitrag jetzt angesprochen. Mir ist aufgefallen, in der Halbzeitpause jetzt gegen Frankfurt, da hat er trotzdem seine Jungs angefeuert, jedem nochmal einen Klaps mitgegeben. Wie schwierig ist die Situation für ihn gerade, für den Kapitän?